Hier kommt der ganze Nebel also her. Wer steckt wohl dahinter? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spider-Man für die PlayStation 1. Dieses Comic-Heft hier ist echt gemein versteckt. Super. Muss ich schon zugeben. So. Aber das haben wir jetzt auch durch. So, die Spider-Panzerung werden wir nicht brauchen. Oh Mann, das war knapp. Dann gehen wir hier einfach durch. Ah, der Hauptgewinn. Spider-Man, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Ach Mann. Kat, was tust du hier? Wer steckt hinter allem? Was ist hier los? Ich habe genauso wenig Ahnung wie du. Die Jungs im Krankenwagen müssen mich unter Drogen gesetzt haben. Denn als ich aufgewacht bin, war ich schon hier. Hol mich raus. Okay, Kat. Aber wie? Wenn du es schaffst, den Strom abzuschalten, komme ich hier raus. Das ist es, Kat. Ah, jetzt macht er das auch für mich. Ich wette, diese Sicherheitsvorrichtung öffnet ein paar Türen. Ja, das hätte mir letztes Mal geholfen, in Schwer. Weil da habe ich ein bisschen länger gesucht. So. Gehen wir in Raum A. B. Gehen wir in Raum B. Haha. Bingo. Also das muss der jetzt eigentlich auch für mich machen, ne? Wenn ich recht lese, werden hier die Abgasklappen gesteuert. Achso, doch, hat auch letztes Mal, hat auch bei Schwer gemacht. Um die Nebelproduktion zu stoppen, wirkt das wie eine Kartoffel im Auspuff. Dann macht es Bumm. Ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht genug Druck. Ja. Ah, wir müssen das... Ah, okay, vielleicht... Das schaffe ich wahrscheinlich nicht heute alles. Aber das werdet ihr nicht merken. Mir fällt gerade ein, dass wir noch einmal das ganze Spiel durchspielen müssen. Da ich noch etwas zeigen muss. Plus alle Trainingseinheiten, plus das hier fertig machen. Also das hier ist ja fast fertig. Es ist nur noch diese Folge. Ich vielleicht noch die nächste. Dann noch alle Trainingseinheiten und dann alle Cheats und alle Artworks und alles. Ja, mal gucken. Vielleicht schaffe ich es noch. Ich hoffe ja. Fände ich nicht schlecht. Wäre mein Ziel. Ja, das ist es. Danke, Spidey. Wie auch immer, es hat funktioniert. Hey, wozu ist Spider-Man denn sonst gut? Geh und hol Hilfe, Kat. Ich suche inzwischen den Drahtzieher. Geschafft. Ich komme wieder. So, die nächsten Comic-Hefte haben wir alle nur nicht geholt, weil es mitten in einem Bosskampf war und wir sie nicht holen wollten. Weil kommt mehr Konzentration auf den Bossfight. Aber die sollten wir jetzt alle holen können, außer im letzten Boss. Da werden wir vielleicht sehr oft sterben. Aber dann werde ich einfach immer zu genau dem Punkt cutten, an dem ich wieder lebe. Mal gucken. Auf jeden Fall... Ich muss einen anderen Weg finden, um die Energie von seinem Schild abzuziehen. Auf jeden Fall weiß ich, wie man hier... Wo hier das Comic-Heft ist und wie man es bekommt. Wir haben es ja öfters gesehen. Ja, dieser Schild entzieht Ochs Schild Energie, aber das reicht noch nicht aus. Guck mal, auf Kinderspiele kriegt man hier nicht mehr einen richtigen Schild. Das ist ja eigentlich dumm. Aber naja, ich wollte ja alles auf Kinderspiele immer zeigen. Es funktioniert. Einer mehr sollte reichen. Wäre auch nicht besonders viel schwieriger geworden. Das war's. Jetzt bekommst du deine Rechnung. Oh, scheinbar hat sich sein Schild regeneriert. Das ist... So, ich hab's. Oh, ich hab ihn schon getötet. Hab ich gar nicht... Das hab ich gar nicht gemerkt. Boah, ist der schnell gestorben. Hoppla. Ups. Ja. Ja. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, ne? So, dann machen wir aber weiter mit dem nächsten und ich gucke währenddessen, ob ich eins bei Doc Ock vielleicht sogar verpasst habe.
Ich habe keins mehr Doc Ock verpasst. Oh. Jetzt wieder dieses eklig laute Ding. Ah. Oh. Oh. Jetzt habe ich es verpasst oder was? Kann man das nur am Anfang des Levels holen? Ja. Ich bin daran vorbeigelaufen. Egal, machen wir es halt nochmal. Ich habe es gesehen. Und ich habe gerade auch mit einem Auge auf mein Handy geschielt. Und dann, ja. Alter, ist das laut! Ich hab sie. Ach guck mal, wir machen sogar dezenten Schaden. Ich bin schon vollgeladen. Ja, das reicht auch aus. Alter, kann das nicht bitte noch lauter sein? Oh Mann, ey. Holy shit. Meine Güte. So, next level. Da wird's jetzt schwierig. Da möchte ich aber als allererstes was ausprobieren. So, das mache ich gleich. Das probiere ich sofort aus. Moment. Ich wette, ihr seid genauso gespannt wie ich drauf. Nein. So, kann man immer noch sterben. Ja, sieht für mich sehr nach ich bin gestorben aus. Also weder Unsterblichkeit noch Kinderspiel schützt einen davor, dass man dort stirbt. Nicht schlimm. So, wo ist denn das nächste Comic-Heft? Ich werde dann jedes Mal bei einem Comic-Heft Pause machen und mir das kurz angucken und dann grabben. Nein. Mann, ich muss mich so hart dran gewöhnen, wie man schwingt. Das ist ja voll schrecklich. Lass mich. Ich hab doch gesagt, sogar ein Kinderspiel ist da schwer. Nein, 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 nein. Mann, an der Wand lässt man mit X los, aber im Schwingen mit Viereck. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist ja noch schwieriger für Kinder als für mich. Boah, schrecklich. So. Das nächste Comic-Heft war erst in Ebene 3. Nein, nein, nein. Das Gute ist, der kann einen ein bisschen voraus sein, ohne dass man stirbt. Aber wirklich nur so ein paar Meter. Also hier bin ich... Holy shit, hier bin ich weniger nervös. Oh, er hat auf ein paar übersprungen. Ja, nicht schlecht. Bin schon fast an der Oberfläche. Oh. Ich weiß ja nicht, wie lang das geht. Und ich habe voll Angst, dass ich beim Schwingen verkacke. Weil dann bin ich aus dem kompletten Beat raus. Langsam kommt Druck auf. Nein. Ui. Ich kann ihn nicht abschütteln. Seinen Atem im Nacken. Oh. Nein! Mann, das Schwingen hier ist so umständlich, dass ich mich schon freue, dass es hier so einfach ist. Nein. Uff. Okay, ich muss kurz gucken, wo das ist.
da links, da ist es. Okay, ich hoffe, wir sterben daran nicht. Wäre doof, wenn ja. Wäre doof, wenn ja, aber nicht so ganz schlimm. So, jetzt muss ich gucken, wo das nächste ist. Tut mir leid. Oder war es das schon? Oh, das war schon. Das war das letzte. Ja, okay. Hallo? Nein. Ach. Jetzt. Eigentlich. Also wir spielen es doch mal durch, weil wir fast fertig sind. Aber eigentlich habe ich ja jetzt alle Comic-Hefte und könnte einfach beenden. Naja, wenigstens schaffe ich es diese Folge mit dem Kinderspiel-Playthrough. Langsam habe ich es raus. Aber auch sehr langsam nur. Das Problem ist, dass er mich schlecht einholt, aber sehr gut aufholt. Das heißt, ich kann keinen Vorsprung haben. Also ich kann gut weglaufen, aber ich darf keinen Vorsprung haben, ist das Problem hier. Ansonsten hätte ich das. Hätte man das auch sehr einfach durchgespielt. Ist ja der Endboss, ne? Aber ich liebe diese Musik hier. Ich habe eine Internetseite letztens gefunden, bei der man zu jedem Spiel jeden Soundtrack runterladen kann. Und leider ist das Spider-Man, dieses Spider-Man-Teil nicht bei. Spider-Man 2 ist bei. Also die Fortsetzung von diesem Spiel. Und sehr, sehr viele andere Spider-Man-Spiele sind bei, aber dieses Spiel leider nicht, aus irgendeinem Grund. Nein. Meine Güte, ey. Boah, ich konzentriere mich gerade voll. Danach mache ich erstmal alle Kinderspieltrainingseinheiten, weil ich mich jetzt hier ans Schwingen gewöhnt habe und keine Lust habe, mich wieder umzugewöhnen. So schnell. Also das wird dann die nächste Aufgabe. Ah, ich häng fest. Puff. Ich kann das aber nach vorne nicht. Mann, ich kann es aber nicht nach vorne. Oh. Das ist leider wahr. Uff. Uff. Ah. Nein. 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 Ich erlaube ihm nicht, das jetzt noch zu gewinnen. So, ich soll es eigentlich jetzt geschafft haben, außer ich steppe jetzt in sowas hier. Okay, boah, wäre ich jetzt gestorben, ne? So. Oh Mann, ey. Ich hoffe, wäre ich jetzt gestorben, ne? Uff. Uff, nervös. So. Dann. Galerie. Comicsammlung. Habe ich alle? Ja, ich habe sie alle. Dann darf ich endlich diesen Zettel, auf dem ich das geschrieben habe, hier wegwerfen. Ah, ich habe sie alle. Dann war es mit dieser Folge. In der nächsten Folge fangen wir an mit den ganzen Trainingseinheiten auf Kinderspiel erstmal. Die 5 Stück. Werden die einfach einmal anspielen. Bei einem gibt es noch ein Easter Egg, was ich danach nochmal zeigen werde. Und ansonsten, ja. Machen wir dann einmal für Kinderspiel, einmal für Standard. Dann gehen wir mal die Galerie durch, was wir alles so haben. Und dann würde ich alle Cheats einmal aktivieren. Ah, warte. Wir haben doch einen neuen Anzug, oder nicht? Outfits. Jetzt haben wir doch ein neues Outfit.
Spider-Man 2099. Ah, der ist schön. Er hat einfach nur erhöhte Kraft, du bist ein bisschen stärker. Angriffe wirken doppelt so stark. Wie dreht man den nochmal? Habe ich vergessen. So. Ja, sieht halt aus wie Spider-Man 2099. Da fehlen uns noch 3 Stück. Weiß ich nicht, wann man die bekommt. Tut mir leid. Ah, Trainingsmodus gibt es bestimmt welche. Mal gucken. Ah, ich weiß, woher es einen gibt. Einen gibt es beim letzten Playthrough, das wir machen werden. Und die anderen beiden, keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen, aber was für diese Folge? Wir sehen uns in der nächsten. In der Videobeschreibung ist die Playlist. Und sonst würde ich sagen, ciao, Leute.